Sodala, jetzt schauen wir mal, ob der Run hier was wird. Ich habe hier nicht so eine 100% perfekte Route, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich denke mal, das wird passen. Die meisten Leute gehen ja immer links, rechts rum. Ich versuche jetzt mal das, was ich sonst immer mache, dass ich links rumgehe. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also quasi pulle ich den hier in die Dings rein. Normalerweise geht das, aber... Ah, fuck, jetzt kann ich den nicht kicken. Mein Charge war zu kurz, dass ich hinkomme. Ich muss jetzt hier nochmal links draufhauen. Das ist halt für Melee ein bisschen unfreundlich, sag ich mal so. Jetzt kicke ich die mal weg. Weil dann immer alles zugegrützt ist. So, jetzt laufen wir durch. Um den Rock zu adden. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Vertreibt das schnell. Einer sollte halt hier hintergehen im Optimalfall. Das wär's. Ach, einer hat einen solchen Bohrer geedit, okay. Er ist jetzt suboptimal. Wir haben genug Kicks, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht. Wir haben noch ein. Oh fuck, wir haben richtig. Oh nein, warum haben wir. Warum adden die denn alle. Oh boy. Das war jetzt Crap hoch Jahrtausend. Ich war in der Ding und konnte nicht taunten. Der Convoke. Um die ganzen Viecher einzusammeln. Ich habe jetzt halt nichts mehr, ne? Ist der jetzt da reingecharged und ist in der Explosion gestorben? Ich habe halt einfach gar nichts mehr. Ich muss jetzt Shadow melden. Ja, vergiss es. Also das war ja mal der dümmste Ding überhaupt. Wir haben halt alle solchen... vier oder fünf solchen Bohrer waren das. Keine Ahnung. Also normalerweise, wenn du den da hast, dann addest du die nicht, aber die haben von hinten die geaddet und von der Seite, also aus allen Richtungen. Ich habe gar nicht gewusst, dass da so viele rumlaufen. Jetzt habe ich Inca ready, jetzt kann ich auch stehen bleiben. Das war halt jetzt ein bisschen kacke, weil ich keine Inca ready hatte. Kommt der da weg? Ich bin außer Reichweite. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen. Ich hoffe, der hat Root mitgenommen. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich hat er, okay. Ich muss das anlegen. Wo kommt denn der Seuchenbohrer schon wieder her? Das habe ich noch nicht. Wie zur Hölle? Wir sollten jetzt den mal... Holy moly. Wie viele Viecher haben wir denn jetzt schon angelockt? Nee, ich kann nicht mehr wegziehen.
Stirb. Alter, war das knapp. Normalerweise kannst du den auslassen. Ja gut, der ist jetzt durchgegangen. Ich bin gleich nochmal knocken. Jetzt werde ich halt getroffen, ne? Aber ich musste da nochmal hin. Nein, er kommt halt nochmal. Okay, jetzt haben wir einen Mastroot drauf. Ja, er kommt halt nicht mit. Der hat jetzt halt 6 Stück gefressen, ne? Ist halt saudumm. Eindringlinge, ihr werdet am Stück verschlungen. Ja, das Problem ist, ich pull den Boss und meine komplette Convoke ist jetzt in den Shitter reingegangen, weil der noch am Leben war. Keine Ahnung. Ja, das war schon wieder Kacke. Weil mit Satan hat auch jemand einen Hit abgekriegt und ich musste es ein bisschen früher abbrechen. Kommen die Ads, ich hoffe, dass wir da ein CC drauf kriegen. Okay, wir haben ein CC drauf. Soll ich... Nee, ich inker jetzt hier nicht, ich inker unten. Das nächste Mal laufe ich nach rechts. Also der linke Pfad mit dem Skippen. Okay, die Eule kann nochmal routen, das passt. Ich habe mir überlegt, ob ich den Root mitnehmen soll. Aber ich habe bei den Geistern immer ganz gern den Knockback dabei. Oh, der Hunter hat ein bisschen was gesnackt, kann das sein? Hier muss ich unbedingt das Zeug saugen, ne? Das musste ich auch mal auf die harte Tour lernen, dass du da über diese Blubs drüber laufen musst. Soll ich jetzt mein... Nee, ich hau meinen Convoke in die nächste Gruppe rein. Uff, ich bin da ein bisschen runtergeflogen. Wollen die jetzt abhauen oder was? Was ist mit euch los? Hier, die Dinger muss ich zerstampfeln. Sonst machen die böse Sachen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss das anlegen. Theoretisch kannst du die da unten reinziehen, aber ich habe keine Inka ready, deswegen mache ich das mal nicht. Und das mal vorsichtig bei Trash-Wochen. Spiele ich lieber sehr defensiv, als dass das dann in die Hose geht. Holy, was kriege ich denn an Schaden? Kann leider nicht alles kicken, aber warte mal, ich kann nochmal das rentieren. Kann nochmal Knockbacken. Carsten, seid alles zur selben Zeit. Ich habe jetzt leider keine Heilung mehr, gar nichts. Kollege, du stehst da in dem Mob drin. Wenn ich das immer schon sehe, ne? Die stehen da einfach und werden dann von diesen Viechern verratzt. Versuch dann manuell einmal drauf zu hitten. Dass die geslowt werden, ne?
Der Heiler schreibt Chain. Oh, bitte. Edit doch nicht rein, wenn ich nichts ready hab. Der Heiler hat 0 Mana. Und ich hab einfach gar nichts. Ich hasse das, wenn dann einfach Leute... Weißt du, Heiler hat halt 1% Mana jetzt. Ich hab leider nichts mehr, um mich zu heilen. Kriegt halt nicht mehr den Stack. Ich weiß nicht, warum die Eule jetzt da... Der Heiler ist die ganze Zeit auf 2 oder 1% Mana und er muss halt greedy reinpullen. Das macht halt keinen Sinn, ich hasse solche Leute. Ich werde dann das Tank wieder angepflaumt, wenn der Heiler keinen Mana hat. Ich schaue schon drauf, pull extra nicht. Die jetzt hier rein. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ah, das war ein Ticken zu spät, oder? Haben sie es gefressen? Ah, fuck. Jetzt kommt der da nicht mehr raus. Ich brauche da einen Kick drauf. Das war eine dumme Sache. Ah, da kommt der erlösende Kick. Ich spare jetzt extra meine CDs auf für das obere Pack, weil das ist halt ätzend. Das ist richtig ätzend. Vor allem, ich kann es jetzt halt nicht mehr über die Gruppe nicht mehr, hochziehen, ne? Bitte tragt euer Gesicht. Wenn ich einen Charge wieder kurz geroutet, dann kann der DH hier wieder ran. Tun extra da oben wegfacen, dass er nicht in die Gruppe reinbrefft. Wir haben halt ein paar kleine jetzt am Anfang getötet, ein paar nicht, also irgendwie meine Prozente gehen gar nicht mehr auf jetzt. Aber mal schauen. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Schlunds. Lasst ihre Quelle versiegen. Bin ich ja geslowt, wenn ich die Viecher einsammeln will. Naja, gut, dann gehen wir halt nicht in die Eulengestalt, dann muss ich's. Ich hab mir schon gedacht, dass die geaddet werden. Ich komm halt. Ich will weg. Also, dieses Low ist halt mal echt ätzend. Nicht den großen Edden. Okay, jetzt steht er drin. Das habe ich perfekt gekickt, habt ihr gesehen. Ich weiß nicht, ob du das hier irgendwie dingsen kannst.
Ja, jetzt hat er es gekickt. Ich hoffe, das reicht. Ja, hat gepasst, er hat gut gekickt. Euch seziere ich persönlich. Das habe ich noch nicht angelegt. Versuchst du jetzt ganz hier auf die andere Seite rüber zu kriegen, dass wir dann drüben stehen können? Raus ist der Kacke. Der passt. Da ist diese Soul-Shape-Gestalt schon gut. Ach, ich hab missklickt. Das ist jetzt richtig schlecht. Ich hab beides gleichzeitig gekriegt, meine Convoke dann wieder mit abgebrochen. Einen müssten wir noch kicken. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich. Ich brauche halt, ich glaube, 86%, bevor wir runtergehen, ne? Meine Prozente sind jetzt halt komplett durchmixt. Ja, schreibt er, didn't see it. Gut. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich. Bin den Großen eigentlich da dazu ziehen. Ah fuck, jetzt blufft er hier halt rein. Ich muss näher ran. Einer der skrupelloseren Schlundgebundenen nähert sich. Seid bereit! Soll ich hier convoken oder drüben? Ne, ich tu drüben dann einmal convoken. Komm, ich tu jetzt hier defensiv convoken und dann kann ich beim Boss gleich so nochmal. Das müsste eigentlich gehen. Wie lange haben wir denn noch? 18 Minuten? Naja. Wird halt ganz schön eng, ne? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube, da hätte ich größer pullen müssen. Und der Anfang war halt nicht so gut. Rüber. Ich warte jetzt mit meiner... Ziehen die hier keine HT bei dem Boss? Ah, ich wollte gerade sagen. Warte mal, der Heiler hat immer noch keinen Mana.
Wissen nicht. Hab ich jetzt, hätte ich jetzt nur warten sollen, aber irgendwie, ich glaube, der braucht jetzt auch nicht so wirklich recken. Hütet euch. Ah nein, ich hätte hier nicht inkern sollen. Hütet. Nice, jetzt gedingst, ne? Wir sind halt meine Dots nur drauf. Das habe ich noch nicht gesehen. Es wird Zeit, dass dieses Experiment zu einem explosiven Resultat kommt. Hütet euch. Etwas beschleuniger dazu. Hütet euch. Ja, diesmal hau ich nicht mehr drauf. Habe ich halt für den großen Pull keine Inka. I don't know, ob das ausgeht. Ich hätte sie hier nicht sehen sollen. Das war jetzt saudumm. Jetzt will ich nämlich gleich einen großen Pull machen. Hütet euch. Ich habe jetzt halt die Convoke für den großen Pull. Reicht das oder reicht das nicht? Schwierig. Ich muss näher ran. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Komm, ich pull die dazu. Wir brauchen eh Prozente, wir haben am Anfang... Ich muss jetzt halt leider in der Suppe drin stehen bleiben, das hilft leider nichts. Sonst dreht die Tentakel halt durch. Holy moly, ich muss ihm einen Hit geben, ne? Dem DH sonst wäre ich gestorben. Ich habe jetzt nichts für den großen Pull, ne? Naja gut, ich habe in ein paar Sekunden, jetzt convoke ich einmal drauf am Anfang. Jetzt habe ich Inka. Okay, das geht eigentlich. Den habe ich ja gerade noch gekickt gekriegt. Bleibt wachsam. Ihr nähert euch einem mächtigen Diener des Kerkermeisters. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht anlegen. Wie viele haben wir denn jetzt? 71. Ich dachte, die Kleinen sterben ein bisschen schneller, ne? Ich hab's jetzt extra rausgekickt, dass wir da keine Probleme kriegen. Ich da weit genug weg? Okay, der Heiler hat eine harte Zeit. Naja, wir brauchen noch ein bisschen über 10%. Ich weiß jetzt nicht. Nehmt die Macht der Bestie
Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Ich muss näher ran. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Das ist zu weit entfernt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Eventuell brauchen wir die in den Seiten auch noch. Mal gucken. Schreibt er. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Holy shit. Okay, das, das hittet gerade härter, als ich dachte. Muss ich hier schon mal Inka poppen? Fuck, die werden da reingeführt, die Kleinen. Ich bin außer Reichweite. Fuck, was leckt denn jetzt auf einmal so? Bin mir jetzt nicht sicher. Bringen die mir die 6%? Das könnte ausgehen, tatsächlich. Komm, ich tue hier Convoken. Nicht beim Boss. Das könnte ausgehen. Dass ich da die Prozente krieg. Wie war's? 6 und. Ja, doch. 2 Mobs haben wir noch. Das müsste ausgehen. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ich muss näher ran. Ich will ihn recken lassen. Ich habe 7 und Dings sich. Ihr werdet mich nicht aufhalten! Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Das meine Kleinen werden euer Fleisch zerreißen. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Das habe ich noch nicht. Euer Untergang kommt aus den Schatten. Okay, er feuert für mich nicht rein. Dann muss ich wohl selber das Zeug holen. Meine Kleinen werden euer Fleisch zerreißen. Ich bin außer Reichweite. Okay, das wird eine harte Nummer. Nein, was macht der? Kollege, geh raus mit dem Ding. Achso, er macht Rückzug, okay. Gut, die haben die Trees jetzt gepoppt, aber... Es ist halt nicht mal Boss-Buff, ne? Der haut so einen Schaden raus. I don't know. Ich pull jetzt schon mal Wut. Nice, die sind alle auf einer Stelle. Nimm mal hier eine Wall. Und noch eine Heilung. Das nächste Mal kann ich Inka dann usen. Und Convoke sogar. Okay, jetzt müsste ich wieder fein sein. Dass die alle auf einer Stelle gespawnt sind, das war natürlich sehr nice. Okay, er geht auf jeden Fall raus, also muss ich nicht gucken. Euer Untergang kommt aus den Schatten. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ich ziehe jetzt hier nochmal Inka. Dann bin ich komplett safe. Ich werde euch an Ort und Stelle töten.
Besser wäre es vielleicht unten gewesen, ne? Ich muss das anlegen. 7 Minuten, das könnte halt ein bisschen eng werden. Meine Klauen werden euer Fleisch zerreißen. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Ich muss das anlegen. Ne, die Ads sammle ich jetzt nicht mehr ein. Ich bin außer Reichweite. Willkommen. Das habe ich noch nicht angenommen. Wir haben euch schon erwartet. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Okay, also wenn ich die Face Tank, dann krieg ich schon richtig aufs Maul hier im 20er Key mit Trash Buff. Muss es ein bisschen kiten. Das war ein Thema, sind wir alle. Okay, da ist er wieder, der Kollege. Das habe ich noch nicht angelegt. Er wäre ein bisschen zu viel, oder? Der bringt 4%. Naja, gut. Sind 2% zu viel. Schauen wir mal. Es ist halt kein Boss-Buff, ne? Also vielleicht in 4 Minuten könnten wir ihn schaffen, aber der hat halt ziemlich viel... Nicht verkacken mit dem Moven und dann alles gut. Soll ich hier? Komm, ich kann Vogue jetzt hier rein. Und Inkert ziehe ich nächste. Okay, er haut ein zweites Mal rein. Drehen die ihn so ein bisschen. Naja gut, okay, die ziehen eher auf den Boss durch. Geh nicht an die Mobs ran, ne? Safety first. Es breitet sich aus. Es ist unaufhaltsam. So, hier tue ich jetzt mal Inkern. Ich weiß nicht, ob ich hätte warten sollen, bis das erste Ad kommt. Na gut, da ist es. Eigentlich kann ich auf den Boss weiter durch DPSen. Dann haben wir auf jeden Fall den Schaden. So schnell in die Phase geht. Jetzt einfach nicht sterben. Mitigation ins Nirvana gesteckt. Fuck, es ist noch ein Ad gespawnt. Ad hier noch. Oh, ich darf nicht aus der Melee-Range rauslaufen. Fuck it. Hütet euch. Komm, ich kann Vogue jetzt hier rein.
Dann müsste ich die Ads auch kriegen. Komm ich wohl und lauf hier rüber. Hütet euch. Ist voller Ads. Easy. Es war am Anfang ein bisschen crappy gespielt, ne? Aber ich glaube, ich habe von dem 16er jetzt auf den 20er hoch. Mich wundert jetzt immer noch, dass die mich mitgenommen haben. Oh nein, ich habe auf Heal stehen für Transmog, ne? Jetzt habe ich den Dings durchgekriegt. Ich war vorher Transmog am Laufen. Das ist natürlich jetzt blöd. Scheiße, aber gut. Oh nein, ich hätte mein gutes DD-Trinket droppen können. Ich bin ein Vollidiot, ne? Naja, scheiß drauf. Das kriege ich schon irgendwann über den Vault. Gut, ja. Also dafür, dass der Anfang ein bisschen schwierig war, haben wir das noch ganz gut geschafft. Haben wir einen zweiten 20er in Time und ein bisschen Score wieder hoch, ne? Das war mein schlechtester Key eigentlich. Ich hätte, glaube ich, einen 14er oder 15er und einen 16er. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen, ja, mal gucken. Das kriegen wir auch noch hoch. Also für das Video soll es das gewesen sein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.